Ja, wie soll ich anfangen? Ich bin nicht gut in sowas. Ich kann keine Reden halten. Sagen wir es so. Der 27.08.2018. Was war an dem Tag, mögt ihr fragen? Das ist ein ganz normaler Tag wie jeder andere. Rechnen wir mal zurück. 2018 sind 2019, 20, 21, 22. 4 Jahre. Was könnte so wichtig sein, dass ich genau über diesen Tag sprechen möchte? Nun ja, vor 4 Jahren, genau an diesem Tag oder an diesem Datum, wurde der Kanal The Red Gamer gegründet. 4 Jahre. Boah. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 4 Jahre. Ja. Also, puh. Und man kann, wie ich finde, auf meinem Kanal gut die Entwicklung beobachten. Wenn wir mal so das allererste Video vergleichen mit dem heutigen. Man sieht Unterschiede, auf jeden Fall. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, müsst ihr entscheiden. Aber nun ja, wie schon gesagt, ich kann so. Aber egal. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ich wollte mich jetzt schon mal für diese Reise bedanken. Auch wenn es mal ab und zu ein paar kleine Zwischenfälle, würde ich jetzt nicht sagen. Wenn es ab und zu einfach mal nicht so gut lief. Aber es ist Vergangenheit, ja? Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal jetzt persönlich bei den Leuten bedanken, die diese Reise mitgemacht haben. Ich möchte mich bedanken bei Crown Wolfie dafür, dass sie immer auf meine Videos reagieren. Macht auch nicht jeder. Ne? Ich möchte mich bei anderen Leuten bedanken, Aztur, boah, damals auch Lobis, bei Dogcraft, bei Johnstone, bei Jora, ich könnte jetzt so viele aufzählen, ja. So vielen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mich auf diese Reise begleitet haben. Aber auch die, die mich auf meinem Zweitkanal begleiten. Also, oder meine Projekte unterstützen. Sei es jetzt Timeless Fox, sei es jetzt Kibo Plays und so weiter, die mein Tagesprojekt auch gut tatkräftig mit unterstützt haben oder noch unterstützen. Oder auch Gamos oder auch Tibo2 oder so viele. Ihr werdet euch hoffentlich schon angesprochen fühlen. Ja. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Und wir sind so kurz davor, die 300 zu knacken. Ach, kommt schon, Leute, es sind nur noch 6 Abonnenten, ja. Bitte. Aber ja. Ich hätte gesagt, als kleines Dankeschön, damit das Video nicht ganz so kurz ist, schauen wir uns doch mal mein allererstes Video auf diesem Kanal an, oder? Kommt. Das wird doch lustig. Boah, hey. Das ist der Nachteil an den Cognito-Tabs. Gut. Ihr könnt nochmal sehen. 27.09.2018. 4 Jahre her. 16.000 Aufrufe. Aber gut. Wir wollen das allererste Video. Boah, das ist 3 Jahre her. Da war ich 15? Ja, passt. 15, 14, so um den Dreh. Headset darf nicht fehlen. Sonst hören wir natürlich nichts. Und ich würde es einfach sagen, ab geht die Post. Nach der Werbung. Hallo meine lieben Minecraft-Freunde, ich bin The Red Gamer und willkommen zu meinem ersten Video. Man kann hören, meine Stimme war damals etwas, wie soll ich sagen, jünger. Und die Qualität auch noch nicht so gut. Boah. Ich bin auf dem Server Redstone World. Ah oh, ja, die guten Ich alten verlinke euch Zeiten. den Server unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch heute einmal etwas zeigen. Tut mir leid, wenn es in Gefühl. der Aufnahme ein Oh. bisschen laggt, aber es ist meine erste Aufnahme als OBS. Das Ja, damals OBS Neuland für mich. Boah, war das schlimm. Deswegen, ich werde das noch ein bisschen bearbeiten, aber.
Okay, wie ihr seht, ich bin in einem kleinen Häuschen. Ja, sehr schönes Ich drück Häuschen. mich. Drück mich. Ich drück mal drauf. Boah. Sorry für das schon mal, Wie ihr Leute. merkt, es ist ein bisschen laut, aber Boah, ich sag, Verlautstärke wie du geht, willst. glaube ich. Aber wie gesagt, es ist meine erste Aufnahme und wir werden ja sehen. Ja, meine zukünftige Vergangenheitssicht, das war ruckelige Zeiten. Oh, ich erinnere mich noch, der alte Bunker. Ja, der Fahrstuhl fährt gerade wieder hoch. Wenn nicht gerufen und Lampe anfährt, Fahrstuhl hoch. Wenn Lampe an, kommt Fahrstuhl. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, muss kurz warten, ich zeige euch das gleich, wenn der Fahrstuhl wieder. Wenn nicht gerufen und Lampe an, fährt Fahrstuhl hoch. Wenn Lampe an, kommt Fahrstuhl. Aber also müssen, ob der jetzt gerufen war oder nicht. Ach ja. Ich und Wetzel waren schon immer damals geilste Zeit der Welt. Oh ja, okay, es leckt, es leckt, es leckt. Oh, alte Bunkerlobby. Wir werden uns das wenig ganz anschauen. Ich werde mal so coole Stellen von damals nochmal rausholen. Oh, sowas hier, ne? So im Park. Okay, es leckt einfach immer noch. Ja, hier sind so viele Techniken verbaut, da ist das ein bisschen normal. Eigentlich nicht. So, wie gesagt, ich habe das Smaragd eingeworfen. Ich zeige zu und der Brunnen geht an. Also, ist gut. ja. Schlau der Gamer, ne? Ganz schlau. Ist schon schön. Ja, schon schön. Haben wir denn irgendwo eine große Redstone? Oh, die alte Melonenfarm. Die ist Yo. weg. Die werden ins Lager transportiert. Und dann das Lager, aber das ist nicht ganz so wichtig. Sowas hier, boah, wenn ich sowas sehe, Der ne? muss gucken, wie das Da geht mein aussieht. Herz ja auf. Also hier. Oh, Wow, schön. okay. Hier hinten kommen halt. Seht ihr auch mal, wie sauber ich damals schon gearbeitet habe. Alles schön nach Farben sortieren, immer, Die ganzen Leitungen her, die führen dann hier einmal an die Station, wo ausgewählt wird, was bestellt wird. Das heißt, es wird eine Sache ausgewählt. Zum Beispiel Weizen war jetzt, glaube ich, hier. Oh, Zeig mal. alte Auf jeden Fall Lagerungssysteme. da, wo Weizen war, kam halt ein Signal hin, was das hier hochgeschickt hat. Hier einmal zur Kiste. Wenn ich dann auf Bestellen drücke, fährt dieses Minecart halt los, holt sich einmal hier das Item ab, fährt dann hier hinten. Warte, lag das. Fährt hier hinten rein und holt sich dann von der jeweiligen Kiste das Item und fährt wieder zurück und lädt es wieder ab. Eigentlich eine simple Technik. Nur wenn man bedenkt, dass man nur ein Item liefern kann, ne? Aber war schon nicht schlecht. Oh, das Restaurant. Karte noch? Essenskarte Also, und VIP-Bereich gab es ja. wie sieht man jetzt die VIP-Lounge und wir haben die Essenskarte. Wenn ich gerade richtig gucke. Moment mal. Gab es eigentlich irgendwo einen Weg zur VIP-Lounge? Ja, der war drin. Ah, wenn ihr möchtet, dass ich mal ein Revisit mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Ah, ich habe damals schon lange Videos gemacht, mache ich heutzutage auch noch. Nämlich gerade Tag weht und wir machen einmal Muster auf Nacht. Alles zeitgesteuert. So. Aber so bin ich eben. Alles voll mit Technik, voll Klatschen. Dr. Hier sollte es Redstone. nicht viel angehen, ja. Also es ist schon schön, das nochmal zu sehen. Aber die Qualität, oh, Leute. Aber ja. Fun-Bereich, den gab es damals noch nicht. Aber gut. Ja. Ich glaube, wir haben die Zeit auch gut voll bekommen. 10 Minuten, das passt. Also, danke für 4 Jahre. Es kommt bald das 300er Special, wenn wir sie voll kriegen. Sollte auch nicht mehr lang dauern. Und wir sehen uns schon bald wieder. Kurze Info, ich bin halt privat nicht sehr, wie sagt man, nicht ganz so verfügbar mehr. Deswegen kommen auch nicht mehr so viele Videos. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber, ja, so ist das eben, wenn man älter wird. Und deshalb sage ich jetzt auch
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.